Sodala, da sind wir. Hallo, herzlich willkommen. Wir machen sofort weiter. Herzlich willkommen zu Let's Play Metal Gear Solid. Haben wir eigentlich hier was? Ich glaube nicht, ne? Müssen wir alles haben soweit. Zu Let's Play Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain. Mein Name ist Franconia. Danke fürs Einschalten. Yo. Please select a mission. Verzeiht mir, wir haben alles soweit. Und wir machen weiter. Wir haben. Was ist denn los? Wieso habe ich jetzt Schluck auf? Wir haben zwar einen Notfall auf der Quarantänestation, da ist ja wieder dieses Parasit ausgebrochen, dieser Stimmenparasit. Aber ich glaube, wir können uns Zeit lassen da. Wo ist das jetzt? Hallo? Ah, eliminieren Sie die Marionetten, sehr schön. Please select a landing zone. Jo, dann machen wir doch das mal. Central Africa. Wir nehmen mal. Nein, wir nehmen mal niemanden mit. Heute. Eben weil ich's, wie ich finde, auch nicht für nötig halt. Wir werden aber hier unsere Bumpgunner-Wänger setzen und nehmen unser Scharfschützengewehr wieder mit. Niemand ist mit, hat er gewarnt. So, aber wir nehmen noch mal als Charakterauswahl, wir nehmen mal nicht den Kampfanzug, sondern ist das APD noch einmal? Ja, komm, nehmen wir mal das. Weil wir es können, hat er gemeint. Und starten sofort die Mission. Und nicht mal 2 Minuten gespielt, ey, und wir starten schon die nächste Mission. Es geht noch heute auf Franconia. So, auf in den Kampf, hätte ich gemeint. Ich weiß gar nicht, wie viele Nebenmissionen wir jetzt da noch ausstehen haben. Ich frage mich halt, was das bringt mit diesen Marionetten. Ist es vielleicht wieder ausgebrochen, weil wir die auf die Entwicklungsplattform mitgenommen haben? Kann es das sein? Ich weiß nicht, ich hoffe es natürlich nicht. Aber müssen wir jetzt mal selber schauen. So dürfte eigentlich, also dürfen wir eigentlich jetzt auch keine Probleme haben hier mit der Mission. Müssten wir eigentlich doch gut vorankommen. Wie ich gesehen habe, sind die, glaube ich, auf offenem Feld drinnen, die rum, ne? So, ich schau mal hier, ob vielleicht ein wenig Grünzeug. Aber sieht nicht so aus, das sind ein paar Ziegen. Wir müssen da anauf. Heilpflanze gefunden, ja, wo? Ui, hallo. Ah, hier ist eine Heilpflanze. Sehr schön. Ja, so viel Zeit muss sein. Ups. So. Wir müssen halt tatsächlich schauen. Jetzt hab ich natürlich, was liegt denn da? Ach, ein Baumstamm oder was? Ah nee, wir kommen sogar hier durch. Hier gibt's vermutlich anscheinend wieder Heilpflanzen. Und da hinten ist sie. Es ist gut, dass wir hier durch können jetzt. Das finde ich schön. So, eliminieren Sie die Marionetten, hat er gewarnt. Enemy presence detected. The map has been updated. So, sich nähernde Bedrohung. Da muss ich sagen, zieht es mir immer ein wenig in den Magen zusammen.
Da zieht es mir immer wegen den Magen zusammen. Hier ist auch schon wieder so neblig, ne? Enemy presence detected. The map has been updated. Sind wir hier richtig? Jo, wir sind hier. Die müssen hier irgendwo sein, die Jungs. Enemy presence detected. The map has been up marker placed. Das können wir doch mal gepflegt markieren. Doch wo ist der Feind? Extraction arrived at Mother Base. Doch wo ist der Feind, hat er gemeint. So was, ich gehe mal hier nach oben. Ach nee, und jetzt geht auch noch die Sonne unter. Enemy presence detected. The map has been updated. Wo sind die? Ich mache jetzt leider gerade gar nichts hier aus. Kann ich hier noch weiter hoch? Da sind die Jungs. Analysis complete. Analysis complete. Analysis complete. Die sind nicht mal so schlecht, ne? Der hat einen Helm auf, der Depp. So, wir nehmen mal den mit. Enemy presence detected. The map has been updated. Klappt doch soweit ganz gut, der ist aber nicht so gut. Schon wegen was Zombie-lastiges, ne? Genau, der war so ein guter. Wie viel brauchen wir da noch mal? Okay, 3 von 8 haben wir. Wir müssen also ich vermute mal, dass wir hier weiter entlang müssen. Enemy presence detected. The map has been updated. Die sind alle richtig gut, ne? Knackfurzen, Alter. Okay, shit, hier ist irgendwo einer. He's coming too. Roger that. Sich was, dass da einer rumläuft? Läuft doch gerade doch ganz gut, ne? Muss ich sagen. 10 Minuten erst rum hier. Analysis complete.
Als wenn die Jungs ein wenig schlechter, was das angeht. Ich treffe einfach nicht mehr, ne? Machen uns ja eigentlich nichts, ne? So, ich lade mal nach, Alter, die letzten 7 Munitionen. Ich treffe den Depp einfach nicht, ne? Alter Schwede. Gratuliere, wir haben jetzt gar nichts mehr. Subject on board. Leave the rest to us. 6 von 8, das müssten wir aber auf die Reihe kriegen, oder? Analysis complete. Sehr schön. Wo ist der letzte eigentlich? Wie gut warst du eigentlich? Okay. Hui, Edelmetall, sehr geil. He's coming too. Roger that. Okay, ich folge mal hier entlang. Analysis complete. Ah. Fuck. Also ich bin echt schlecht, muss ich schon mal sagen, ne? Etzler. Zettel hat er gemacht. Yeah, baby. Side op completed. Side ops list updated. Na, das war doch recht Extraction locker und easy, muss ich sagen. Please select a landing zone. Was? Wir landen da oben. Support helicopter requested. Lebensretter Heroismus. So, wir müssen jetzt hier entlang. Ich hoffe, wir kommen hier irgendwo entlang. Wir sind schon hier eigentlich richtig. Nee, wir sind hier eigentlich falsch. Ja, ja, Pikmin. Immer mit der Ruhe. Ich glaube, das wird die größte Herausforderung jetzt sein, zu dem scheiß Heli zu kommen. Ja, das ist schön. Ich bin gleich da, ob ich vor. So. Ich lauf mal dahin, wo wir hergekommen sind eigentlich. Ich hoffe, wir laufen jetzt hier richtig entlang. Halt, ich muss da nach oben, ne, irgendwo.
Ach komm schon. Nein. Okay, Peak, wird es dauern noch ein paar Minuten. Bist denn du gelandet so einmal? So, wir laufen jetzt so entlang, oder? Ich hoffe, dass wir jetzt da an keinen Außenposten hinkommen. Aber es sieht gut aus, wir sind schon auf jeden Fall in die richtige Richtung. Und da ist er! Uiuiui. Da kann man ja auch, glaube ich, her, ne? Kann das sein? So, Peakwood. Und Abdampf. Ja, das hat wieder sehr gut geklappt. Und ich weiß, jetzt sind die Parasiten von diesen Infizierten. Ich weiß es nicht. Hat es damit was zu tun? Oder der Ayakes sagte auf der Quarantänestation, Wolgin ist ja noch da, beziehungsweise der brennende Mann. Hat es was mit ihm zu tun vielleicht? Wir werden es auf jeden Fall herausfinden. In eines der nächsten Folgen. So. Wir machen erstmal natürlich externe Aufträge, ganz klar. Please select a mission. Dann haben wir mal sowas raus, sowas raus. Unit dispatched. Sehr schön, dann geht es doch ja auch herrlich voran. So, wir haben. Was, da das ja jetzt doch so gut geklappt hat? Schauen wir mal, vielleicht haben wir noch eine Nebenmission. Nee, nix. Wir müssen mit der Hauptmission weitermachen. Okay, dann hätte ich doch gesagt, nochmal ganz, ganz geschwind. Schnell zur Motherbase. Heading to Motherbase. Zwar zur Basisentwicklung. Warum? Ich möchte jetzt eigentlich wirklich nicht. Ich möchte euch nicht hinhalten oder so. Künstlich, nee. Ich möchte jetzt nur nicht die nächste Hauptmission dann wirklich, zwischen einer Folge, denn wir haben jetzt, gute 18 Minuten und, es wären ja dann auch nur noch 12 Minuten, die wir da hätten. Und deswegen machen wir das dann in der nächsten Folge, dann machen wir dann da mit der Hauptmission weiter. Jetzt schauen wir noch uns mal ein wenig auf der Motherbase rum. Beziehungsweise schauen mal, was wir vielleicht noch das ein oder andere entwickeln können. Da steht ja auch noch einiges aus, Freunde. Einiges steht da noch aus. Und natürlich, es ist mal wieder wie immer, wie schon fast, ja immer eigentlich in den letzten Folgen, neblig auf der Motherbase. So, dann landen wir mal hier. Da bin ich dann doch gespannt, wie es da weitergeht mit der Hauptmission. Checken aber erstmal hier die Lage bei den Jungs. Na, alles fit. Analysis complete. Alles fit im Schlitt, hat er gemacht. Ist da eine Glocken jetzt? Nee. Analysis complete. Analysis complete. He's a dog. Boss, you hear me? A dog. Have to get rid of this disease. So you think he's a dog? I get it.
keep a freaking lid on it. What's important is he's one Analysis of us, regardless complete. If he's a dog or a wolf. He's a dog. Why do I even bother? Oui, Didi. Ja, Didi ist, glaube ich, ein Wolf oder sowas. Ja, keine Ahnung. Boss, I'm ready for dispatch. Ich finde es ja immer so geil, ne? Wie der andere sagt, he's a dog, he's a dog. Alter, was schon so voll Naracho, ey, was willst denn du, ey, das ist ein Hund, ey. Aber er hat schon doch ziemlich Ähnlichkeit mit dem Wolf. Analysis complete. Hallo. Boss, any chance of expanding the base? Analysis complete. Ich check nochmal hier die Lage ab. Got time for a mock battle, boss. Dass sie hier keinen Scheiß baut, um echt zu sein. So, Soldat, am anderen. Analysis complete. Hey. Whatever supplies you need, just let us know, boss. Let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow, let it snow, let it snow. Nein, bis Weihnachten ist noch ein wenig. Jo, gucken du da? Ah, sehr schön, da oben ist einer. Boss, will you train with me? Trainieren? Nee, jetzt gerade eigentlich nicht, um ehrlich zu sein. Jetzt gerade nicht, hat er gemacht. Was? Wo da einer? Ach, da oben flackt einer rum. Wenn wir den mal besuchen. Hey, Muchacho. Analysis complete. Boss, we're ready to develop new equipment. Just give the order. Ja, wo du es gerade sagst, Equipment. Da gucken wir doch da wirklich mal, ob da was geht vielleicht noch. So, Freunde der Sonne. Der schaut auf die Uhr. Zielübung kannst du mir am Arsch schlecken. Ich habe die Zielübung hier, glaube ich, schon. Freilich, ich habe schon alle gemacht. Nur Kabanik im Stade Dänemark. Analysis complete. Hm, da haben wir doch jetzt schon einige mit S, oder? Thank you for taking in those animals, boss. Hä? You need combat support, boss? Say the word. Hier oben ist eins und hier unten, oder was? Sind hier zwei, ne, oder? Was ich eigentlich wollte, ist eine Dusche, aber die ist hier gleich, ne? Und die irgendwann mal. Oh. So, sehr schön, wieder frisch geputzt. Körperlich und geistig erfrischt. Das ist schön. So, schauen wir nochmal geschwind da oben auf. Hey, Frau Konia, da waren wir schon. Ja, ist ja gut. Zurück zum Heli, hat er gemacht. Roger. Gehen wir da wieder runter, gehen geschwind in den Hubschrauber. Und dann werden wir noch in Ruhe in unserer Luftkommandozentrale. Jo, werden wir uns da doch noch mal ein bisschen unsere Entwicklungen angucken. Mal schauen, was da noch geht jetzt. Ah, warte mal, Basis. Ah, die Entwicklungen. Da fällt mir doch noch was ein, hat er gemacht. Ach, guck mal, da ist ein Diamant. Da ist auch noch ein Diamant, ey. Ah, da muss ich mal wegen aufpassen, ey. Da muss ich mal. Kann ich einfach nur wegen in der Luft fliegen? G.
Geht es, dass ich einmal so um die Plattform schwebe und dann, ne? Ich kann dir auch befragen, wo die Rohdiamanten sind, ne? Siehst du, das könnte ich mal wieder machen. Okay. Ja, ich schau mal erstmal jetzt bei der Basisentwicklung. Select the mission as soon as you're prepared. We're ready when you are. Ups, ich habe aus Versehen den falschen Knopf gedrückt. Okay, ich denke mal, mir sei verziehen. So, wir schauen jetzt mal geschwind auf die Belohnung. Ob wir da was Gutes bekommen haben. Jetzt wollte ich nur sagen, auf jeden Fall mal kein Tode. Das ist mal was ganz was Neues. Aber wir haben doch tatsächlich ein paar Tode. Einmal C, siebenmal D und einmal E. Ach, gratuliere. Einen Scheiß haben wir hier immer. So, wir gehen mal in die Basis in Richtung. Schauen wir, wir haben 6 Millionen. Komm, wir stellen das hier. Dauert 7 Stunden, yes. Commencing, flat weather will clear. Jetzt haben wir einiges. Vielleicht machen wir das noch. Für 720. Was? Bauzeit? 16 Stunden. Achso, nee, da warten wir nochmal, da warten wir nochmal, Freunde. Was ich haben wollte ist, muss ich doch ehrlich sagen, Entwicklung, Waffen und Gegenstände. Da werden wir nochmal zwei, drei Dinger machen hier. So, wir nehmen mal das günstigste. Wir könnten das herstellen. Hui, Tornado 6. Ja, aber woher bekommen wir diese? Ach, das ist ein Ding. Was? Ich check das nicht. Okay, GMP, das sind so. Das ist Online-GMP, ne? Einfaches GMP. Komm, was muss. Dann stellen wir es halt her, Redmond. Ich denke, da ist auch wirklich nicht viel kaputt. So, lala. Hier, das könnte man noch herstellen. Komm, was stellen wir her? Stellen wir her, Dagmar. Die Fackel. Wir werden uns aber nicht damit ausrüsten, gerade. So eine Killer-Sniper wäre vielleicht nicht schlecht. Dann haben wir hier noch eine Berbatov. Bambetov, entschuldige. Jo, und dann vielleicht noch eine. Irgendwie keine Ahnung. Bionic Arm 2. Für 100.000, komm, Freunde, machen wir auch noch gepflegt. Ach, in Gold, sehr geil. Ich freue mich. Gut, liebe Freunde, dann hätte ich gesagt, machen wir hier einen kleinen Cut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und nein, wir können sogar noch was Neues machen. Sehr cool, schauen wir uns doch rein. Welcher nächste Schritt da noch? Please specify a project. Ah, und das ist hier angeblich. Ah, die da, die Fackel. Okay. Na, das läuft ja hervorragend, hat er gemeint. Komm, was, dann hauen wir den auch noch raus, weil wir es können. So. Und dann ist auch Schluss, denn da müssen wir wieder mal ein wenig was verdienen, hat er gemeint. Schau ich mal kurz nochmal externen Aufträge, nämlich da können wir ja so online GMP. Dauert zwar immer ein paar Tage. Okay, das dauert noch einen Tag. Hier zum Bleistift 950.000.
Ja, da kommt auf jeden Fall Stimmung und das könnten wir eigentlich machen. Personal Headhunting. So, externe Aufträge. Wenn es da schon wieder was Neues gibt, dann machen wir das doch gleich. Wiederaufbau Unterstützung. Komm, was muss, dann machen wir mal gleich so einen hinterher. Unit dispatched. Warum? Weil wir es einfach können. So, das dauert noch 16 Minuten. Dann hätte ich gesagt, machen wir dann morgen weiter bei Metal Gear Solid 5 mit der Hauptmission Nummer 41 oder 42. Jetzt interessiert es mich aber doch nochmal, weil es mich halt eben interessiert. Okay, 135. Ah, okay, 22 haben wir noch. 22 Nebenmissionen und wir sehen, dass wir hier aktuell nichts machen können. Deswegen dann, wie gesagt, morgen die nächste Nebenmission. In diesem Sinne, ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bye bye, bis morgen, euer Franconia. Servus.